Activate your energy. Finally, ich hab's geschafft. Okay, eigentlich ist das ganz einfach, indem man ständig Start drückt, also Pause. Aber gut, ich werde das hier eh speeden. Dabei werdet ihr coole Musik hören. Eher uncoole, keine Ahnung. Irgendeine Musik werde ich halt hinzufügen. Ich habe schon wieder die Speed-Taste benutzt. Und ja. Gut. Also, es ist alles nur für 5 Raketen. Aber da ich hier 100% run mache, muss ich das ja machen. Ich hätte auch natürlich sagen, ich mache 99% Run. Das wird auch eine ekelhafte Stelle, deswegen, ich muss hier anlaufen, mache ich hier ein Safe State. Und hier mache ich ein Safe State. Sorry wegen dem ganzen Safe State abusen, aber nein. Und nein. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Man muss nur im wirklich richtigen Moment springen. Man muss genau das richtige Timing haben. Nein. Und ja, weil man kann hier nur mit Speedbooster durch. Das ist natürlich ekelhaft nervig. Alle Speedbooster und alles nur für Raketen. Dafür haben wir jetzt 190. Habe ich gesagt 200 vorhin? Also im letzten Mal, ich glaube 200. Also anscheinend gibt es 250 Stück. Glaube ich zumindest. Das ist, naja, egal. Wir müssen wieder Speedbooster machen. Toll. Das langt. Neoms, wir sind da. Wo müssen wir jetzt hin? Der Raum ist unwichtig, also müssen wir hier hin. In diese Richtung.
Oh, ja, ich erinnere mich gut an diesen Raum. Ich meine, ist ja auch nicht so lange her und ich kenne das Spiel wahrscheinlich in- und auswendig. Aber, na gut. Nee, hier war es nichts. Okay, dann war es ein Raum weiter drüben. Ja, das. Ja, ja, und jetzt kommst du auch noch. Ja, klar. Ja, jo. Fuck, Mann. Fick dich einfach. Gut, machen wir es auf dieser Seite. Komm, Samus, und halt dich. Ach so, da geht's runter, ja, da fliege ich nach unten, wenn ich da nicht gescheit springe. Aber ich habe Jump Skills bewiesen. Gott sei Dank. Hier kann ich irgendwo runter, genau hier. Und genau hier will ich auch runter, denn hier gibt es etwas Schönes, nämlich Raketen. Das ist nun mal die Rakete Nummer 195, haben wir damit aufgesammelt. Hier müssen wir wieder hoch. Na, komm. Die Screw Attack ist wirklich nützlich, auch schon hier in diesem Sektor. Manchmal kann sie hier nerven, weil man an einigen Stellen durch den Boden brechen kann mit der Screw Attack. Aber sie ist hier richtig nützlich. Hier. So viele Gegner, ich würde keine Ahnung, wie viele Schüsse brauchen. Okay, zwei. Aber trotzdem, Screw Attack ist da viel schöner. Okay, das mit 200 kann ich hinhauen, weil ich hier in diesem Sektor sogar, glaube ich, noch meine Rakete Nummer 200 bekomme. Und ich bekomme später auf jeden Fall auch nochmal Raketentanks, also werden es wohl 250 Raketen sein. Ja. Gut, das waren nochmal Super Missiles. Wer es gesehen hat. Ja, hier, das Rakete Nummer 200. Wow, das war knapp. Rakete Nummer 200. Was gibt es hier? Ich hab's vergessen. Ach komm, Samus, spring doch einfach durch die Gegner durch. Was gibt's hier? Jetzt mal ehrlich. Ah, genau. Einmal Super Missile Container. Und hier kann ich mich festhalten und dann da durch. Da gibt's nämlich nochmal Raketen. Und hier links gibt es nochmal zwei Raketentanks. Ja, das sind dann nochmal wieder 10 Raketen zusätzlich. Was muss ich hier nochmal machen? Oh, ja, das ist einfach. Ja, das ist nicht schwer. Hier einfach runter, hier wieder diesen Katapult-Dingens aktivieren und rein da. Das finde ich immer lustig, hier dieses Quadrat, hier dieses Item-Quadrat, sag ich dazu immer. Ja, 3 Raketentanks und ein Supermissile. Raketentanks, also Raketencontainer, ist ja auch egal. Und einmal ein Supermissile-Container. Also ich glaube, ich spiele das Spiel heute noch durch, weil ich... Dann render ich das alles weg, weil... Ganz einfach aus dem Grund, dass ich noch ein anderes Projekt nebenher laufen lassen möchte. Und vorher muss ich dann alles rendern, weil sonst habe ich keinen Platz mehr auf dem Computer. Nur so zum Tipp, ist es nicht Aion. Wahrscheinlich kann auch sein, dass der erste Part von diesem Spiel schon oben sein wird, während ich das hier, wenn ich das hier hochlade. Das kann natürlich sein. Aber egal. Dieses Augenviech hier, ja? Drüber. Einsetzen. Einfach mit Super Missile. Ridley! Komm, 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 kämpfe, kämpfe. Was? Wir können durch die Tür? Wir können abhauen? Unglaublich. Dann hauen wir doch einfach ab. Und was gibt es hier? Unbekanntes Objekt. Spoiler, es ist der Gravity Suit. Ja, Analyse ergebnislos. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Yay. Das ist das letzte unbekannte Item. Damit können wir jetzt diese Blöcke hier zerstören. Und uns einen Energietank holen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Energietanks. Ja, jetzt kommt Ridley. Düm, 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 düm. Die Musik ist awesome. Dafür ist der Gegner verdammt einfach. Und das war's. Also, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 10 Sekunden? Das war's mit Ridley. Also, Ridley ist in diesem Teil wirklich verdammt einfach. Lame, einfach. Schrei doch nicht so, ey. Du hast vielleicht Nerven. Ja, Ridley ist tot. Das war ein sehr epischer und vor allem fesselnder und vor allem auch noch langer Kampf. Was Längeres habt ihr noch nie gesehen.
Er ist so einfach, Ridley. Natürlich, wenn man noch keine Super... Doch, man hat hier schon Super Missiles. Und auch, glaube ich, genug, um ihn einen Haufen Leben abzuziehen. Egal, wir müssen hier hoch. Dadurch frieren wir dich ein, springen auf dich drauf und dann sind wir hier oben. Dann können wir nämlich hier wieder runter. Yes. Speichern tun wir nicht. Wir gehen geradeaus weiter. Rum, 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 rum. Ach so, hier hätte ich mir nochmal vorher einen Energietank holen können, vor dem Kampf noch. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich es vergessen habe. Nämlich hier gibt es noch einen Energietank. Das ist Energietank Nummer 9, oder? Ja, ich glaube schon. Energietank Nummer 9. Und damit wäre Ridleys Versteck abgeschlossen, soweit. Irgendwo gibt es noch was, ich habe es aber vergessen. Das holen wir sowieso erst, nachdem ich das Spiel schon fast durch habe. Ja, jetzt geht's hier oben lang. Und dann hier, 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 und hier, und hier, und hier. Ja. Ach ja, hier gibt's nochmal Raketen. Kommt jetzt, ach komm, flieg doch ein bisschen höher. Komm, hier hin. Danke. Und ja. Rakete. Missile Container erhalten. Missile Kapazität erweitert. Als ob wir den Spruch noch nicht oft genug gelesen hätten. Es sind jetzt insgesamt 225 Raketen. Awesome. Sind es wirklich 250, die man nur einsammeln kann? Ich meine, wir haben jetzt von 200, die wir vor ein paar Minuten hatten, schon auf 225. Also, awesome. Wir haben sau viele Raketen. So, wo wir jetzt rauskommen, ist hier. Auf dieses. Also hier wieder ganz am Anfang, wo wir herkamen. Ridley's Lair ist nämlich damit abgeschlossen. Und wir begeben uns zurück nach Norfair. Was können wir jetzt tun? Wir können, so episch wie wir sind, zu Mother Brain jetzt. Ja, eigentlich haben wir das Spiel jetzt die Hauptstory komplett abgeschlossen. Wir haben Ridley besiegt, damit ist der Zugang zu Mother Brain frei. Hier können wir erstmal nichts einsammeln in Crateria. Brinstar haben wir alles, auf jeden Fall. In Crate fehlt da noch was? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Hier in Norfair fehlt noch einiges. Das holen wir uns aber erst ziemlich am Ende. Also ziemlich spät, sage ich mal so. Und Ridley fehlt uns noch ein einziges Item. Das kann ich mich noch dran erinnern. So, hier ist es gleich wie bei Crate, nur dass wir hier diesmal lang gehen. Die Statue ist kaputt. Wenn wir da drauf gehen würden, würde uns die Statue sagen, geht zur Screw Attack, denn die würden wir erst jetzt bekommen. Nein, nicht hier, weil wir haben ja die Screw Attack noch nicht. Also, ich beschreibe euch mal den Weg, also wie man, was passieren würde, wenn wir die Screw Attack noch nicht hätten. Wir würden uns hier runterbomben und würden in diese Richtung laufen. Wir haben ja noch keine Screw Attack. Wir tun jetzt mal so. So, wir rennen weiter, 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 weiter. Krach. Dann gehen wir hier hin. Kabum. Bum, 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 bum. Und da sind wir auch schon. Und an den Raum erinnert ihr euch ja. Ne? Also so würden wir normal zur Screw Attack kommen, wenn wir nicht sie schon früher aufgesammelt hätten. Dann wären wir jetzt erst bei der Screw Attack. Speicherstation. Speichern, ja. Ja, damit gehen wir jetzt erstmal zurück nach Brinstar und von Brinstar aus nach Turian, dem Sektor von Mother Brain. Ja, hier sind jetzt drei Stück. Macht auch Sinn, weil mit der Screw Attack sind die auch einfach zu erledigen. Einmal durchspringen, bitte. Ja, das hier ist auch kein Problem. Also, der ganze Rückweg wird jetzt langweilig. Weil da nichts Neues in Anführungszeichen ist. What the fuck, Samus, warum machst du hier Speed Booster? Das macht keinen Sinn. Komm, ja, schon klar. Und hier lang. Und ich zeige euch dann was, was ich total unlogisch finde, weil ich noch nie begriffen habe, wofür es ist. Und zwar, jetzt kommen wir hier raus. Das ist da, wo wir, ja, High Jump Boots geholt haben und so. Und zwar möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar müssen wir dazu hier wieder die Speed Attack, Speed Booster Dingens ausführen.